Hallo ihr Lieben und willkommen zu meinem, oh Gott, mein Auge juckt, zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch die Bücher, die ich so auf meinem Want-to-Read für den November habe, die ich diesen Monat halt lesen möchte. Und ja, ich habe diese kleine Kooperation mit der Clary. Und zwar, weil ich halt immer so wenig Hardcover lese und quasi ein ganzes Regal voll habe, wo die wenigsten Hardcover gelesen sind. Und sie liest immer wenig Taschenbücher, haben wir gesagt, in diesem Monat. So, da hat mein Handy geklingelt, da musste ich dran gehen. Ja, und dann haben wir halt gesagt, dass ich in diesem Monat mehr Hardcover als Taschenbücher lese und sie liest mehr Taschenbücher als Hardcover. Und ich sag euch, ich habe mir gerade so gedacht, scheiße, hätte ich das besser nicht gemacht, weil, also die Idee ist echt cool und ich freue mich auch, dass ich das jetzt mache, aber es war einfach so schwer, die Bücher rauszusuchen und ich habe mir nicht viele Bücher rausgesucht. Ich habe zwar letzten Monat verdammt viel gelesen, aber... ja, ich bin halt immer so, ich bleibe halt so auf meinem Standard, ich lese so meistens 5 Bücher im Durchschnitt und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einem Buch, wir fangen erstmal mit den Hardcovern an und zwar fange ich mit einem Buch an, was ich noch nicht hier habe, was ich mir noch besorgen werde und zwar ist das der zweite Teil von dieser Holly Hill Reihe, ich weiß leider nicht, wie er heißt, Verliebt in Holly Hill oder sowas, ich weiß echt nicht, ich blende euch das Cover hier ein, den werde ich mir noch besorgen, weil den lese ich so Mitte des Monats mit der Antonia von It's Media zusammen, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus, wenn nicht, dann schick mir WhatsApp mal eine Sprachnachricht, wie man den richtig ausspricht. Ihr Kanal verlinke ich unten in der Infobox. Ich mag sie auch super gerne. Und ja, wir wollen halt die Reihe weiterlesen, weil wir beide sehr neugierig darauf sind. Und ja, dann zeige ich euch jetzt mal meine Hardcoverchen, die ich ausgesucht habe. Und zwar einmal Elias und Laia von Sabah Tahir. Sabah, kann man das Sabah heißen? Spaß. nein, ich bin sehr gespannt auf das Buch. Ich hoffe, es wird mir gefallen. Ich habe Angst, dass es mir nicht gefällt. Aber ja. Wenn nicht, dann ist das halt so, shit happens. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich gut durchkomme und dass es sich nicht so lahm lesen lässt. Aber ich bin da sehr optimistisch. Dann mit der Clary lese ich zusammen mein sehr melidriertes Buch, worüber ich sehr traurig bin. Ich werde dieses Buch auch neu kaufen. Ist Dark Elements. Wie ihr sehen könnt, ist das hier um voll im Arsch, weil es ist auch in mein Bücherregal geflogen. Ich hatte es nämlich so stehen. Dann ist das wumm mitten in der Nacht und da bin ich voll auf und aufgewacht. Aber ich werde es mir einfach neu holen und das eventuell meiner Mama geben und meiner Mama die Reihe vermachen und mir die dann neu holen. Eventuell schaue ich mal. Ja, Dark Elements Teil 3. Damit beenden wir diese Reihe. Ich freue mich sehr. Ich bin mal gespannt, was ich so für Reihen beenden werde. Ich werde dazu auch auf jeden Fall am Ende des Jahres ein Video machen, was ich für Reihen so beendet habe. Und dieses Buch ist echt dünner als die anderen. Es hat gerade mal 300 Seiten. Ich glaube, die anderen hatten immer 400, 500. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt, wie das so sein wird. Ich hoffe, es gefällt mir wieder gut. Dann auch ein Mädchen. Auf dem Buch steht was mit Mädchen drauf, deswegen habe ich Mädchen gesagt. Auch eine Reihe, die ich quasi beenden will. Also es gibt zwar wieder eine neue Reihe dazu, aber das ist erstmal der dritte Teil, nämlich Selection. Die Erwählte. Es ist halt, dann beendet sich halt die Reihe um Maxon und America, glaube ich, hieß sie. Und ja, möchte ich auch unbedingt lesen, weil ich unbedingt auch mal mit der neuen Reihe beginnen möchte. Und ja, bevor ich noch weiter rauskomme... ich möchte unbedingt erfahren, für wen sie sich entscheidet. Ich hoffe ja, sie entscheidet sich für Maxon. Ich bin Team Maxon und wer einer von euch spoilert mich in den Kommentaren, dann werde ich ziemlich, ziemlich traurig. Und ja, ich hoffe, sie entscheidet sich für Maxon. Das fände ich nämlich toll. Den anderen, diesen Aspen, den finde ich nämlich total doof und dumm. Und den mag ich nicht. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Buch, was ich anfangen und beenden möchte. Und dann auch eins, was ich mir geholt habe. Ich bin diesem Buch hinterhergejagt, weil ich wollte es unbedingt haben und habe es natürlich wieder nicht gelesen. Aber jetzt schon angefangen, nämlich Love Letters to the Dead von Ava DeLeyra oder so. Ja, ich bin gespannt. Hier geht es ja um Laurel und die hatte in ihrem Englischunterricht die Aufgabe bekommen, dass sie einen Brief an eine verstorbene Persönlichkeit schreiben soll. Und sie schreibt an den Lieblingssänger ihrer verstorbenen Schwester Kurt Cobain. Und ja... sie unterhält sich so ein bisschen und ich glaube, sie schreibt dabei auch mehr. Ja, hier steht zum Beispiel drauf, wenn die Toten verstehen Laurel besser als die Lebenden. Laurel erzählt ihnen von der neuen Schule, ihren neuen Freunden und Sky, ihrer großen Liebe. Doch erst als sie die Wahrheit über sich und ihre Schwester May offenbart, findet sie einen Weg zurück ins Leben. Ich bin sehr gespannt, wie das sein wird. Ich hoffe gut, ich habe es angefangen. Bis jetzt, ja, nicht so, kann ich leider gar nichts dazu sagen. Es waren nur die ersten 5 Seiten oder so. Ja, und das waren auch schon meine 4 Hardcover.
Und ich habe zwei Taschenbücher, beziehungsweise drei, aber das andere ist nicht wirklich ein Buch. Das ist hier dieses Schriftstellerwerden. Das zähle ich jetzt nicht als die Taschenbücher dazu, weil ich eventuell noch ein anderes Taschenbuch habe, was ich lesen werde. Aber da weiß ich halt noch nicht. Einmal halt Vampire Academy von Richard Mead, Schicksalsbande. Das ist der letzte Teil von dieser Vampire Academy Reihe, lese ich hier natürlich auch wie immer mit der Clary zusammen. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir auch diese Reihe beenden. Also wir beenden zwei Reihen diesen Monat, wenn alles ganz gut klappt. Und ja, auch hier habe ich schon angefangen. Ich bin da glaube ich auf Seite 59. Da müsste ich hier gleich mal schreiben, dass ich soweit bin. Und ja, ich freue mich sehr auf das Buch. Ich bin gespannt, was es für uns bereithält. Ich bin gespannt, wie die Geschichte mit Rose und ihren Freunden endet. Und ja, was da noch alles so passieren wird. Und dann ein Buch, ich bin mir nicht sicher, also ich möchte das Buch gerne mit der, also ich und Gabi lesen das Buch zusammen, aber ich weiß nicht, ob wir das diesen Monat zusammen lesen werden, also liebe Gabi, falls du das siehst, dann schreib mir mal ein WhatsApp oder so, ob wir das diesen Monat lesen wollten oder nicht. Nämlich geht es um A Crazy Sexy Love von Kylie Scott, das Buch erscheint ja noch oder es ist erschienen, ich weiß nicht, ob die das Erscheinungsdatum geändert haben. Auf jeden Fall ist das ein Buch, das ich gerne mit der Gabi zusammen lesen möchte, nur ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wie ihre Leseliste so aussieht und ob sie mich dazwischen schieben kann. Ja, deswegen hoffe ich, dass wir das zusammen lesen. Wenn nicht, dann suche ich mir halt ein anderes Taschenbuch aus. Und das war's auch schon. Ich habe mir 2, 4, 6 Bücher ausgesucht. Ich hoffe, ich schaffe die. Ich hoffe natürlich, ich schaffe noch mehr, die ich euch zeigen kann. Ich bin da aber eigentlich optimistisch eingestellt. Ich habe zwar nicht so viel Zeit zum Lesen diesen Monat, aber es findet sich immer Zeit. Und deswegen ja, habe ich mir einfach erstmal dieses Grundgerüst so geschaffen, wo ich mich dran orientieren kann. Und ansonsten würde ich sagen, könnt ihr mir mal super gerne in die Kommentare schreiben, wie viele Bücher ihr so im Monat lest. Das würde mich natürlich mal sehr interessieren, ja, ob ich da relativ wenig lese oder viel. Also schreibt mir das super gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!